Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arklash. Wir sind hier unterwegs in dieser seltsamen, ich möchte es gar nicht Höhle nennen, in diesem Gebilde. Und ich glaube, das hört sich und fühlt sich an wie Wasser hier, nicht wie Ektoplasma. Ja, aber das ist ja wohl nur ganz niedrig auf dem Boden. Ich meine, diese Schlieren da, das ist eindeutig Ektoplasma. Das weiß man, wenn man sich mit Geistern auskennt. Bist du nicht Ghostbuster? Ich bin Ghostbuster. Sieht ziemlich um. Das geht besser, das machen wir gleich nochmal. Na, da wollte ich schon unglücklich. Wen möchtest du denn fokussen? Hier den Puppenspieler. Ich habe übrigens vorhin auch in den Einstellungen und den Optionen gesehen, man kann auch Autopause machen. Wenn einer unserer Mitstreiter unter einem bestimmten Wert seines Maximallebens fällt. Schauen wir gleich so eine Einstellung. Ja, brauchen wir nicht. Meinst du, das macht es zu einfach? Ja, eindeutig. Ja, sein Cast hat hier. Ja. Nella ist unter. Naja, ihre Autotext tun nicht so weh. Aber schon. Was ist denn hier los? Nein, er hat irgendein Problem. Alter, er hat ja wohl viel Reduzierung. Oh, da sollte man rauslaufen. Nämlich 100 dicke Schaden pro Sekunde. I heal your wound. Oh Gott, nein, er schießt daneben. Ja, und er wurde nicht geheilt. Ist es denn überhaupt schon da? Ja, schon durchgeflogen. Da fliegt's doch gerade. Hinter dem. Das? Ja. Nee. Ach, das war ja ein Doppeltrick. Boah. Ist ihn gekitet. Bist doch hier. Wie lange ist die denn jetzt hier? 2 Sekunden. Dieser Master of Puppets ist eine ganz schöne dumme Sau, muss ich einfach mal so sagen. Lassen Sie sich mal verpissen. Weißt du, das sind so Leute, wo du denkst, komm, mit dir will ich mal nichts zu tun haben. Ja, gib sie. Den Organist, den könnte man schnell umpratzen, oder mit Mella und ihm. Ja, aber nicht, wenn er wieder seinen. Ein Verwundbarkeitszeug hat. Ja, wir können dem Jau ausweichen und die Augen aufmachen. Das ist halt echt seine Unverwundbarkeit. Oh.
Bo hat gekrittet. Verrückte Sache. Vollkommen zurecht. So, jetzt wieder auf. Nein, kein Schaden. Ich weiß nicht, warum da eben unser Hirn nicht auf Bohren kam. Der musste einfach, der ist auch durch und durch geflogen. Ich hab's gesehen. Vielleicht ist er ausgewichen. Ja. Der Bo ist nicht der Hellste. Oh. So, oh, da kommt was blinken. Das ja. Nur an die Seite gehen. Oh. Wunderbar. Hier, was soll aus dem Rohr kommt. Hallo? Bo, guckt in Rohr. Reicht unsere Reichweite? Oh. Fängt er schon wieder an, hier glitschen zu wollen. Wir benutzen nur. Du benutzt. Das nennt sich Levolution. Du benutzt die Spielmechanik so, wie sie nicht gedacht war, dass man sie benutzen sollte. Warte, wir können ihn pullen. Nein! Nein, er heilt sich. Ah, schade. Naja, dann muss es wohl so sein. Oh. Nein! Vollkommen falsch. Was ist hier wieder unsere drei Hassfeinde? Die sind halt echt richtig nervig. Ich bin froh, wenn wir da raus sind. Oh, jetzt versteinert. Ja. Ja, mit diesen zwei Heilern da wird es richtig eklig. Zwei Heiler. Ja. Sollen die vielleicht erstmal angehen? Wie viel Leben haben die? So, Mana. Vielen Dank. Oh. Die Master of Puppets vielleicht nochmal so einen Damokles geben. Wieder uns nichts ich geflogen. Ich hab's gesehen. Der stirbt da jetzt. Nein, wir haben hier mal einen Charm. Nun, das läuft aber noch. Ja, wer wird denn hier angegriffen? Nella wird im Moment gar nicht angegriffen, ich sehe. Hold on. Den hier angreifen. Oh nein. Aber Bo ist wieder da. Aber sie kann sich nicht selber heilen, dass sie unverwundbar wird.
das läuft noch. Das ist so zuversichtlich, was ist los? Ich denke nicht. Du, die ist tot. Muss man nur rechtzeitig wiederbeleben. So, du heißt Bo? Also ich dachte, es wäre instant. Bo stürmt an. Stampft alles um. Nella spart sich das Mana für eine Heilung. Wie sie jetzt castet. Dings bitte einmal den rechts angreifen. Und dann läuft das. Ja, es lebt nicht mehr so viele. Waren schon tot. Ging das noch? Dann war es noch zu retten. Aber bitte nicht nochmal. Mein Herz hält das nicht aus. Ja, es hat wieder nicht geheilt. Also. Das stimmt, damit hat es angefangen. Nix im Rohr. Ziehen. Ja, wunderbar. Was kommt dann noch? Ein Priester. Nur so ein Reaper-Priest. Das werden wir wenig leben, ne? Ja. Ah. Oh. Schon mal heilen. Fear not. So, jetzt kann's auch. Da beschwere ich mich jetzt nicht. Er ist noch hier um, ne? Richtig. Das haben wir ziemlich eingesetzt. Der ist wohl so wie unser hier Dings. Wie heißt er? Unser Fritz. Fritz. Ich werde dich jedes Mal berichtigen. Ich glaube, die Leute nicht dafür umbringen kann, wenn man das will. Natürlich. Nein, das geht nicht, wenn das geht. Das geht auch so. So. Immer das beste Gefühl, wenn man das speichert. Mach da erstmal auf. Was haben wir denn hier? So, wie viel Leben hat der? Gleich viel. Dann gehen wir doch hier auf den Heiler. Und wenn es bei den dreien bleibt, ist das ja. Dann läuft das. Nicht das, ich glaube nicht, dass es bei denen bleibt. Oder weil wir jetzt hier die drei schon mal gezogen hatten. Naja. Dass wir da nicht gut mit reingelaufen sind. Sondern. Das könnte glatt sein. Ein bisschen klüger waren. Ja, das ist allgemein, wenn man. Oh, sie soll doch an die Seite laufen. I bring you the gift of death. There, obey me. Nein, ja, wieder mit seinem. Ja, das zieht halt einfach nur unnötig in die Länge. Ja,
der. Wie hier? Nein. War daneben. Jetzt muss Nella erstmal Bo heilen. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh. Bo, machst du ihn? Gott sei Dank. Was ein Stichstück. Wiederbeleben. So. Der Panik hier. Machen wir jetzt erstmal Schluss. Ja, es ist ja hier wieder unkonzentriert bis zum geht nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.